Der Stromverbrauch von Elektroautos. Es gibt mehr als genug Studien dazu, wo soll die Energie bloß herkommen. Falsches Verständnis, wie ein Stromnetz funktioniert. Das ist größtenteils Quatsch. Ja, hallo, hier ist Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen zu einer, ja, endlich wieder neuen Ausgabe der Worte zum Freitag. Die letzten zwei Wochen habe ich mich ja ein bisschen zurückgehalten. Aus persönlichen Gründen ging das nicht. Heute ist es aber wieder soweit. Ich möchte auch heute wieder meine Gedanken mit euch teilen, die mich in dieser Woche besonders, ja, beschäftigt haben. Und gleichzeitig ist es eine kleine Premiere. Ich sitze hier, das seht ihr vielleicht, im neuen Skoda Citigo. Ich freue mich sehr, jetzt auch aus diesem Wagen hier für euch sozusagen berichten zu können, unterwegs sein zu können und meine Gedanken mit euch teilen zu können. Okay, ja, in dieser Woche hat mich etwas wirklich sehr bewegt, und zwar waren es die Reaktionen von euch, insbesondere diese unfassbar vielen E-Mails, die Steve und ich von euch bekommen haben, und zwar auf die Veröffentlichung von, na, sagen wir mal, 171 Fachleuten, Wissenschaftlern, ich weiß es nicht, keine Ahnung, die sich mal wieder zum Thema Elektroauto und zum Thema Ökobilanz von Elektrofahrzeugen, Elektromobilität geäußert haben, und zwar in einem, tja, ziemlich vernichtendem Urteil. Ihrer Meinung nach verursachen Elektrofahrzeuge ungefähr doppelt so viel CO2-Emissionen, wie man bisher gedacht hat. Das Ganze haben sie in einem Brandbrief an die Europäische Kommission geschickt und darum gebeten, die gesamten Berechnungen, die man bisher gemacht hat, einfach nochmal anzugucken und natürlich ihrer Argumentationsweise zu folgen, die dann nämlich aussieht wie folgt. Das ist übrigens eine Argumentationsweise, die es schon seit, die es schon mal gab und die auch schon mal entsprechend widerlegt wurde. Und zwar wird dort das Elektroauto als sogenannter neuer Verbraucher angesehen, der neu in den Markt hineinkommt, und da ja der Anteil erneuerbarer Energien schon jetzt für die vorhandenen Verbraucher nicht ausreicht, also sprich für euren Kühlschrank, eure Glühlampen, euren Fernseher, euer Laptop, müsste die Energie für die Elektrofahrzeuge ja irgendwie woanders herkommen. Und was bleibt da anderes übrig als Kohlekraftwerke oder andere fossile Kraftwerke? Sie beziehen sich hier speziell auf Kohlekraftwerke. Ja, und deswegen sind die CO2-Emissionen von Elektrofahrzeugen viel, viel höher als das, was man bisher angenommen hat. Also mindestens das Doppelte von dem. Und es hat natürlich nicht lange auf sich warten lassen. Da gab es nicht nur die ersten Reaktionen auf Twitter, und da gab es dann auch die ersten Reaktionen von euch dazu. Das heißt, die ersten E-Mails. Kann es sein? Könnt ihr dazu was sagen? Stimmt das? Um Gottes Willen, Riesenpanik. Und ich möchte einfach mal ganz kurz darauf eingehen, denn ich denke, das kann man jetzt schon sagen, keiner von euch muss sich hier irgendwie großartig Gedanken machen. Das ist größtenteils Quatsch, was da veröffentlicht wurde. Und zwar, Quatsch entsteht immer dann, wenn man die Sache aus seiner eigenen Perspektive sieht und nicht das Ganze. Und das versuchen wir einfach mal hier kurz aufzudröseln. Also zunächst mal steckt dahinter ein komplett falsches Verständnis, wie ein Stromnetz funktioniert. In einem Stromnetz sind verschiedene Erzeuger sozusagen, beziehungsweise Kraftwerke, die dafür sorgen, dass die Frequenz im Stromnetz stabil bleibt, und entsprechend braucht man auf der anderen Seite, ich sag mal, Verbraucher, was allerdings auch nicht ganz der physikalisch richtige Begriff dafür ist, denn Strom kann ja in der Hinsicht nicht transportiert werden, nicht verbraucht werden. Und man kann sich das Ganze so ein bisschen vorstellen wie beim Tauziehen. Man hat also ein, ich muss nämlich heute vom Laptop filmen und deswegen ist es hier irgendwie ganz schön kompliziert. Das Ganze kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim Tauziehen, und zwar das mal ein Tau ziehen, bei dem allerdings jetzt mal die Regeln geändert werden, nämlich das Tau soll immer in der Mitte bleiben und deswegen muss man links genauso stark ziehen wie rechts, dann ist das ganze Ding im Gleichgewicht und funktioniert. Und so kann man sich ein Stromnetz vorstellen. Man hat also irgendwo auf der einen Seite die Kraft ins Stromnetz hineinbringen. Das sind sozusagen die Kraftwerke, und auf der anderen Seite sind es eben die Kraft benötigen, um zu funktionieren. Und damit im Stromnetz so ein Energiegleichgewicht ist, braucht es halt immer gleich viel Verbraucher wie Erzeuger. So, wer kann da Strom sozusagen, wer kann da Kraft reingeben? Das sind Kraftwerke, das können fossile Kraftwerke sein, das können nukleare Kraftwerke sein, das können aber eben auch erneuerbare Energien sein, die auf der einen Seite sozusagen stehen, und auf der anderen Seite sind eben Verbraucher, alle Arten von Verbrauchern, von, wie gesagt, der Glühlampe bis zum Elektroauto, keine Ahnung, sucht euch irgendwas aus, es spielt überhaupt keine Rolle.
Und es ist aber eben nicht zuzuordnen, welches Kraftwerk für welche Verbraucher jetzt die Energie erzeugt, die man halt braucht, um die Frequenz im Stromnetz aufrechtzuerhalten. Also es ist eben nicht möglich zu sagen, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, man hätte zwei Kraftwerke, sagen wir mal ein Kohlekraftwerk und ein Windkraftwerk und beide produzieren eine Kilowattstunde, dann ist es eben nicht möglich zuzuordnen, kriegt jetzt mein Kühlschrank diese Kilowattstunde oder mein Elektroauto? Das ist so nicht zuzuordnen. Entscheidend ist eigentlich nur, dass halt entsprechend Energie im Netz vorhanden ist, damit eben die Verbraucher betrieben werden können. Und das ist der grundlegend falsche Gedanke in diesem Brandbrief, der dort veröffentlicht wurde. Es ist eben nicht zuzuordnen und vor allem diese sogenannte marginale Betrachtungsweise. Das heißt, wenn da etwas neu hinzukommt, dann kriegt dieser neue Verbraucher die schlechtestmögliche Energie. Das ist natürlich so Unsinn. Man muss das Ganze natürlich vom Strommix immer her betrachten. Und nur so bekommt die ganze Sache einen Sinn. Und von daher bekommt ein Elektroauto keinen schlechteren Strommix ab als ein Kühlschrank oder eine Glühlampe. Das spielt keine Rolle. Es ist ja klar, das weiß ja jeder von euch sicherlich, wer einen Ökostromvertrag zum Beispiel hat, der bekommt den Ökostrom ja, der irgendwo erzeugt wird, auch nicht nach Hause geliefert, sondern dieser Ökostrom, der ist halt sozusagen als Kraft, als Energie im Netz vorhanden und hat dann im besten Fall halt andere Energieträger verdrängt. Aber man hat ja keine Leitung von den Windkraftanlagen oder von den Solaranlagen zu seinem Elektroauto. Es sei denn, man hat halt eine eigene PV-Anlage und kann das sozusagen auch direkt auf der gleichen Phase betreiben. Dann klappt es natürlich. Also die Windkraftanlagen, die jetzt hier stehen, ich drehe mal das Tablet, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt da draußen hier, ne, die habt ihr schon mal gesehen. Ich wollte eigentlich an so eine Windkraftanlage ran, um dieses Video für euch zu drehen, aber es regnet draußen in Strömen. Das ist natürlich super für die Natur, deswegen sitze ich überhaupt hier im Auto. Ihr seht ja, das ist alles nass. Die da jetzt den Strom erzeugen, ja, man kann nicht zuordnen, welche Verbraucher den bekommen, in Anführungszeichen. Das geht einfach nicht. Von daher hinkt einfach diese sogenannte marginale Betrachtungsweise. Abgesehen davon muss man ja auch sagen, Elektroautos sind ja eigentlich keine neuen Verbraucher in dem Sinne. Elektroautos gibt es ja schon eine ganze Weile. Und von daher kann man hier definitiv nicht als neuen Verbraucher irgendwie sprechen. Ja, was muss man noch dazu sagen? Genau, wie ist denn eigentlich der Stromverbrauch von Elektroautos überhaupt einzuordnen? Ist das jetzt eigentlich so ein Riesending? Es sind ja sicherlich auch ein paar neue dabei, die in die Elektromobilität einsteigen. Und wenn man mit Menschen spricht über das Thema E-Mobilität, kriegen wir übrigens auch immer wieder in Form von Kommentaren, dann sind wir der Meinung, ja, Elektroautos, das wird so ein riesengroßer neuer Stromverbrauch und wo soll die Energie bloß herkommen? Es gibt mehr als genug Studien dazu, die halt sagen, der zusätzliche Energieverbrauch für Elektroautos, der ist gar nicht so hoch, der wird häufig auch überschätzt. Hat unter anderem, spielt da auch mit dazu, dass wenn mehr Elektroautos unterwegs sind, weniger Verbrenner, muss ja auch weniger Benzin hergestellt werden. Und Diesel. Und die Herstellung von Benzin und Diesel, die verbraucht eine Menge Energie, auch Strom, nicht nur, aber auch Strom. Und dieser ganze Anteil, der fällt natürlich dann flach, weil man eben weniger Energie dafür verbraucht. Das heißt also, wenn ein Elektroauto, sagen wir mal, 110 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht, dann kann man sich sagen, dass alleine durch die eingesparte Benzinproduktion vielleicht, ja, da schwanken die Zahlen, es ist schwer zu sagen. Sagen wir mal, vielleicht eine Kilowattstunde weniger Strom verbraucht wird in den Raffinerien und Tankstellen und Pumpen und was weiß ich was alles. Und natürlich auch insgesamt aber weniger Energie verbraucht wird, weil es muss ja auch weniger Benzin und Diesel erzeugt werden und auch dann verbrannt werden. Und von daher ist da der zusätzliche Energieverbrauch von E-Fahrzeugen gar nicht mal so hoch. Da gibt es genug Studien, die zeigen zum Beispiel, bei 1 Million Fahrzeugen liegen wir bei, was war denn das? Ich glaube 0,3% zusätzlicher Stromverbrauch. Das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Also das ist auch jetzt nicht so ein Riesenthema. Ich gucke mal auf meine Liste, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Genau, ganz, ganz wichtig. Deswegen stehe ich nämlich eigentlich hier. Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, weil es durch den Regen kaum sichtbar ist. Aber ihr seht, ich ändere mal so ein bisschen die Blende. Ihr seht hier hinten eine Baustelle am Rand. Und dort werden gerade zwei neue Windkraftanlagen gebaut. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der natürlich reinspielt. Es gibt ja einen Zubau an erneuerbaren Energien. Der Anteil an erneuerbaren Energien, der nimmt ja zu, obwohl immer mehr Elektroautos auf die Straßen kommen. Man muss sich nur einfach mal die Grafiken dazu angucken, dass die CO2-Intensität pro Kilowattstunde in den letzten Jahren halt natürlich immer weiter abgenommen hat, trotz
Elektrofahrzeugen, die auf den Markt gekommen sind und die draußen unterwegs sind. Und hier wird auch gerade wieder eben neue Anlagen gebaut. Und es kommen jeden Tag auch Photovoltaikanlagen dazu und was weiß ich was. Das heißt also, das Ganze ist in Bewegung. Es gibt Ziele. Wir wollen bis 2030 auf 65% erneuerbare Energien kommen. Ich glaube, das muss und das wird auch geschafft werden. Das heißt, die Argumentation, mehr E-Fahrzeuge heißt mehr Kohlestrom, ist natürlich Unfug. Eben das Gegenteil wird der Fall sein, denn wer zum Beispiel ein Elektrofahrzeug hat, ich kenne ganz viele, die sagen, ja, ich habe schon ein E-Fahrzeug, dann will ich jetzt auch eine PV-Anlage haben, ich steige um auf einen Ökostromvertrag oder da hat vielleicht jemand eine PV-Anlage und holt sich jetzt das E-Auto dazu. Das ist ein Prozess, der in Gang gekommen ist, der sich selbst verstärkt und von neuen Kohlekraftwerken ist hier definitiv nicht die Rede und das wird auch nicht passieren. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Richtig, genau. Ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch, Elektrofahrzeuge gelten als sogenannte steuerbare und flexible Verbraucher. Das heißt, nur weil jetzt im Moment der Strommix gerade vielleicht mal irgendwie besonders CO2-intensiv ist, weil eben vielleicht wenig Sonne da ist und wenig Wind scheint, dann muss ich ja nicht immer sofort mein Auto laden. Wir haben ja die Möglichkeit, durch etwas größere Batterien und Flexibilität den Verbrauch dahin zu schieben, in Zeiten zu schieben, wo eben der Anteil erneuerbarer Energien höher ist. Aus dem Grund, guckt doch mal einfach auf die Webseite www.grünstromindex, da könnt ihr mal ganz lokal auf eure Postleitzahl bezogen schauen, wie ist denn der Anteil erneuerbarer Energien und dann steckt ihr euer Auto eben dann an, wenn der Anteil möglichst hoch ist. Das funktioniert, das kann man machen und muss nicht ein Gedeih und Verderb irgendwie jetzt laden, wenn eben mal wenig erneuerbare Energien im Netz sind. Das ist übrigens die Natur der erneuerbaren Energien, das ist ganz normal. Diese Schwankungen bei der Erzeugung, das ist kein sinnvolles Gegenargument, weil ihr seht, es regnet draußen und ich stehe hier an einem Kornfeld und das Korn wächst, auch wenn nicht jeden Tag die Sonne scheint. In der Summe funktioniert die ganze Geschichte, dass wir Speicher natürlich brauchen für erneuerbare Energien in verschiedenen Formen, das ist klar. Aber auch so ein Elektrofahrzeug ist ja ein toller Speicher für erneuerbare Energien in den letzten sonnigen Tagen aufgeladen und dann die nächsten 3 Tage rausfahren den Strom und dann wieder laden. Das ist doch genau das, wo es hingehen soll. Was habe ich mir als Punkt noch aufgeschrieben? Genau, das ist übrigens auch so ein krasses Teil. Da steht in diesem Brandbrief drin, verschiedene Berechnungen und Vergleiche und dann wird da mit einem relativ hohen Anteil an E-Fuels bei Verbrennern gesprochen. Nur, ihr wisst, was jetzt kommt. Die sind ja nicht da und die sind auch morgen nicht da und die sind auch in 5 Jahren nicht da und die sind vielleicht auch in 10 Jahren noch nicht da. Also es ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn, irgendwelche Vergleiche zu ziehen mit Dingen, die nicht da sind. Was aber da sind, sind E-Fahrzeuge, sind die Möglichkeiten, erneuerbare Energien zu fördern, erneuerbare Energien aufzubauen, PV-Module und so weiter und so fort. Das ist real. E-Fuels sind ein Traum, die sind nicht da, vor allem nicht in den Mengen und wenn sie da sind, sind sie wahrscheinlich auch nicht bezahlbar. So, damit habe ich eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Das heißt, ihr braucht euch über diesen Brandbrief keine großartigen Gedanken zu machen. Zum Glück gibt es auch schon die ersten Presseberichte im Berliner Tagesspiegel zum Beispiel war es drin, die sehr, sehr kritisch auf diesen Brandbrief reagiert haben und gesagt haben, das ist Quatsch, was da drin steht. Das entstand aus einer singulären Betrachtung mit Scheuklappen, die man sich links und rechts macht und einem falschen Verständnis vom Stromnetz und Annahmen, die so nicht stimmen. Ja, also sprich nochmal diese originale Betrachtung. Das E-Auto kommt und dann muss es Kohlestrom geben, ist Quatsch. Wie immer liegt es an uns, das Beste daraus zu machen. Und es ist natürlich auch klar, dass bei der E-Mobilität noch lange nicht alles in grünen Tüchern ist. Also sei es die Produktion von Batteriezellen, die sind noch nicht optimal. Gut, dass die Sachen nach Europa kommen. Ich glaube, dass wir hier gerade in Nordeuropa, aber auch bei uns sehr saubere Batterien herstellen können. Wir sind dabei, das ist gut. Die Elektromobilität bringt es voran. Wer hat zu Zeiten vor 10 Jahren darüber nachgedacht, ob die Batterie in seinem Smartphone irgendwie grün hergestellt ist oder nicht? Heute ist es ein großes Thema. Das ist, denke ich, auch ein Erfolg der E-Mobilität, dass all diese Themen, Rohstoffe, CO2-Fußabdruck einfach in den Fokus gelangt sind. Wer weiß, ob das passiert wäre, wenn die E-Mobilität sich nicht so stark entwickelt hätte, wie es heute der Fall ist. Lasst euch also nicht ins Bockshorn jagen. Und das sollen auch schon wieder meine Gedanken gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet ihnen folgen. Ich hoffe, ihr konntet darstellen. Schreibt mal bitte wirklich in die Kommentare, was habt ihr gedacht, als ihr diese Geschichte da gelesen habt von Herrn Kolbenkoch vom Kit und seinen Kumpels, die vom Verbrenner nicht lassen können. Seid ihr lachend vom Stuhl gefallen oder habt ihr euch Gedanken gemacht, oh, habe ich vielleicht doch aufs falsche Pferd gesetzt, vielleicht doch lieber einen Diesel weiterfahren? Ich würde mich freuen, davon zu lesen. Ich bin gespannt auf die Diskussion mit euch und ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und ja, was mache ich jetzt?
Ich mache mich noch auf den Weg für ein anderes Video, aber dazu später mehr. Vielen Dank fürs Angucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.